Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. Und ich glaube mal, in der Folge, vielleicht auch in der nächsten Folge, mal gucken, würde ich mal wieder gerne, also zum einen ist natürlich die Überlegung, wir haben ja den, noch diesen flachen Auflieger, aber den würde ich tatsächlich erst in der nächste Woche dann nutzen. Und würde stattdessen tatsächlich ein paar kürzere Missionen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinge heißen, also hier diese schnellen Aufträge oder so, glaube ich mal heißen, ne? Da, wo wir auch einen LKW gestellt bekommen und sowas alles. Einfach mal so, um so, ne, so kleinere Schrecken, um so in der Weltgeschichte rumzufahren. So, nehmen wir mal kurz den Auflieger. Können wir den nämlich gleich zurückstellen. Bam. Und der hier, der ist gerade sowieso frei, sehr praktisch. Den kuppeln wir nämlich an. Bam. So nämlich. Und dann nutzen wir den Gewerbe eh nicht. Sondern ja, gucken mal, was wir so für Aufträge haben. Ich würde gerne so wieder so von einer Stadt zur nächsten Stadt so kleinere, kürzere Aufträge nehmen. Da habe ich irgendwie gerade so ein bisschen Bock drauf. Gucken wir mal, was es da so gibt. Oh, 170.000, what the fuck. Heieiei. 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 Nee, das ist definitiv nicht das, was ich suche. Das ist doch schon eher. Das ist auch noch zu lang. Mhm. 180. Ja, so einen Auftrag müssen wir auch mal wieder machen. Eieiei. Dauert halt natürlich ewig, ne? Wenn ich eine Streckenlänge ganz klein sage, krieg garantiert. Na, mal gucken. Das ist doch ganz fein. Altverpackungen. Lebend Rind. Okay. Was machen wir mit denen hier? Damit wir auch mal wieder ein paar andere LKWs haben, so. Weil wir haben ein bisschen Abwechslung, wisst ihr, ich meine. Na, braucht ihr ewig zum Laden. Heilige Scheiße. Maria Josef. Und die anderen. Wie auch immer das. So. Zuallererst mal La Musik. Ach ja, ist jetzt Nacht, ne? Egal. Also für eine moderne LKW. Mit die voll digital Display hier. Bekommen. Viel lieb von dem Spiel. Thank you.
Alter, was denn das hier in der Luft liegt, Alter? Oder Nebel? Aber so bläulich? Ist ja schon sehr aggressiv. Yay, wir haben Cash gemacht. 8000. Ja, also nicht wir, aber unsere Mitarbeiter. Dallas. Wir waren hier noch nie. Lol. Alles grau. Sehr interessant. Mal kurz mal ein bisschen mehr schalten hier, oder kurz? So. Immer alles. So. Bam. Sieht man auf der Kamera ja, ne?
nichts mehr erschließt. Na gut. Genau. Hey. Jetzt ist nur der mittlere Bildschirm ganz hell und die äußeren beiden sind dunkel. Das ist quasi immer den Modus, den ich mal habe, wenn ich Videos gucke. Und so sind alle drei Bildschirme ganz hell. Und so war normal. Und so sind alle ganz dunkel. Aber ich brauche alle ganz hell, weil draußen Sonne, hier dunkel. Aber ich glaube, ich mache doch die äußeren beiden lieber dunkel. Weil dadurch, dass hier schwarz und da aber so hell ist, wirkt es so ablenkend. So, schon besser. Mit der Form muss ich raus. Reifen gut. Ich finde es so cool, dass sie dieses Geräusch hinzugefügt haben, sobald die Reifen die Haftung verlieren. Also, da war ja vorher auch ein Geräusch, aber das fällt jetzt wirklich ja doch wesentlich auffälliger. Wenn es auch nicht unbedingt realistischer klingt, nicht zwangsweise. Aber in den meisten Situationen wahrscheinlich dann doch eher. Halt's auf! Digga, ich saß gerade auf der S-Taste und der macht nur Motorbremse. Was ist mit dem los? Deine Mutter. Alter. Was war das gerade für eine Aktion? Also, dass er am Anfang immer erst die Motorbremse macht und dann erst die richtige Bremse, okay. Aber das war jetzt gerade gefühlt 30 Sekunden, wo er nur die Motorbremse benutzt hat. Der hat ja gar nicht versucht zu bremsen, der LKW. Was hat das denn für eine Aktion? Oder hat der LKW keine Bremse? Ich kenne mich mit diesen Western-Stars nicht so unbedingt aus, aber ich dachte, alle LKWs haben Bremsen. Wollen wir von der Ampel mal nochmal? Das ist doch keine Bremse! Eieieiei. Also zu meiner Zeit waren Trommelbremsen doch wesentlich effektiver. Oder haben wir so viel Last hinten drauf? Ja, 15 Tonnen ist jetzt nicht die Welt. Also. Weiß nicht, irgendwie hat der. Also, der Peterbilt, der bremst auf jeden Fall heftiger. Aber sowas von viel heftiger. Weil du hast ja auch nicht mal die Reifen durchreifen. Ach, ja. Ich schätze mal, der LKW hat dieses Anti-Brake-Blocking-Locking-Dings-der-Bums da. Und der sorgt dafür, dass ich nicht so stark bremsen kann. Also, was mich halt auch wundert. Dieses grüne Symbol, was hier mal auftaucht. Da so. Ist doch die Motorbremse, ne? Müssen wir nämlich merken, wenn ich antreibe und dabei gleichzeitig in die Bremsen gehe, dann kann er die Motorbremse nicht aktivieren. Genau. Jetzt hat auch das Symbol nicht aufgeleuchtet. Und jetzt hat er auch viel Roberta gebremst. Aber bei den letzten beiden Male, da war nämlich die ganze Zeit das grüne Symbol auch an. Er hat also bis zum Ende die Motorbremse benutzt. Das ist ja nicht mehr normal. That's really fucked up, boy. Okay, probieren wir jetzt mal da vorne nochmal. Wie lange erst die Motorbremse nutzt. Ja.
Okay. Sind es wirklich echt die Bremsen, die so schwach sind? Dann heißt es, dass sie wirklich doch echt an diesem Anti-Blocking-System, dass der uns die gesamte Bremskraft rausnimmt. Sprich also, beim Peterbilt hat das auch funktioniert mit dem Anti-Blocking-System, nur der Peterbilt hat gar keins. Weswegen er es nicht nutzt. Oh Gott. Ich glaube, ich nehme das Anti-Blocking-System global raus. Das versaut ja komplettes Bremsen, ey. Ist ja. Ah, es ist traurig. Da bin ich ja schneller mit dem Bremsen, wenn ich einfach nur den Luftwiderstand nutze. Also einfach vom Gas runtergehe. Da bremse ich schneller. Holy shit, boy. That's fucked up. Nein, halt, halt, halt. Ich wollte doch. Hey. Ja. So, was nehmen wir diesmal? Oh, ein Mac. Also auch schon lange nicht mehr. IBC-Container. Sagt mir auch nichts. Nehmen wir mal. Achso, das sind diese Wohncontainer, ne? Oder? Also hier, die du immer so auf Baustellen findest. Diese, ja. Dinger da. Oh, doch nicht. Ich glaube, nach der Mission steigen wir erstmal wieder in unseren LKW und pemmeln eine Runde. Ich hab Bock, dass sie alles Nachtmissionen sind. Wo müssen wir eigentlich raus? Sag mal. Ach da. Man sieht ja hier gar nichts. Hat der Herr keine Taschenlampe? Alter, man merkt, der gibt überhaupt keine Power. Aber der gibt bremst wenigstens richtig. Ich weiß auch, bloß relativ kurzes Bremsen. Ich weiß nicht, so repräsentativ. Wisst ihr, hörst du wieder richtig greifen. So muss das sein, so muss ein LKW bremsen. Weil eben das ist ein Anti-Block-System, dass die Räder ab und zu zwar blockieren, aber halt nicht dauerhaft. Deswegen hast du auch, wenn du ein Auto hast mit ABS und der auf der Straße Vollbremse macht, hast du ja auch dann immer diese Strichelstreifen. Weil er halt schon blockiert, aber halt immer kurz halt die Räder wieder löst. Aber ich sag, der andere LKW, dieser Western Star vorhin, der hat ja gar nicht gebremst, so.
Oh, nach vorne muss ich abbiegen. Ja, man, so bremsen. Du musst es quietschen lernen. Quietschentchen. Lappen nämlich alle voll, nur weil ich mit Licht fahre. Schweinerei. Oder halt nicht. Wir sind der E-Laternen, von daher. Easy. Ja, fast. Ah, witzig, wie Seiten orange blinken, aber der Rest rot blinkt. Also im Rückspiegel immer so Lichtparty. Hallo, Officer. Das ist dann natürlich auch ein Doppelflieger drauf, ne? Gerade so rum. Eben. So rum reinfahren macht doch viel mehr Sinn. War doch richtig. So. Okay. So. Dann einmal noch eine schöne Runde schlafen. Wobei das natürlich echt schon mitten am Tag ist. Jetzt geht's, wenn ich jetzt noch zweimal schlafe, dann müsste es 18. Dann wäre es 4 Uhr morgens. Na gut, machen wir mal direkt. Oder 6 Uhr, wieso 6 Uhr? Man geht doch immer 9 Stunden, das heißt, wir hätten jetzt 18 Stunden schlafen müssen. Sprich, also 6 Stunden weniger als einen vollen Tag. Und da es 10 Uhr war, hätte es doch also. 6 Stunden weniger als 10 Uhr wäre 4 Uhr morgens. Wieso ist es jetzt 6 Uhr? Schlafen wir etwa in ATS 10 Stunden statt 9 Stunden? Weil bei ETS sind es doch 9 Stunden. I have no idea what the fuck is going on. Why is this happening? So, dann schließen wir mal. Kommen wir mal wieder auf unseren Aufl-
Alter. Sprachenlernbubble. Dann kuppeln wir mal wieder so einen Auflieger an. Oder satteln die auf, oder satteln die Pferde, I don't know. Oh, war zwar nicht sehr sauber, aber hat funktioniert. Easy. So. Achso, ich glaube, können wir gleich mal hier. Achso, ich dachte, oh Gott. Ah, das ist sogar. Wow, wir haben da wieder 30.000. Cool. Das heißt, nächste Folge: Werkstatt aufrüsten und weitere LKW kaufen. Wie geil ist das, bitte, meine Damen und Herren? Bis dann.